Und jetzt haben wir als Präsidium was besonders Schönes anzukündigen. Da habe ich mich auch drum gerissen, dass ich das heute machen darf, hier im Anschluss. Ein Projekt vorzustellen unter dem Motto, ich zeige Respekt. Wir sind im Jahr der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Wird ein Riesending. ARD und ZDF übertragen alle deutschen Spiele live, bis ins Finale, denke ich mal. Und die anderen Spiele auch ziemlich... Nicht nur ein Frauenpublikum, sondern auch ein fachkundiges Publikum hier. Sonja, ich frage dich einfach mal vorneweg. Du bist schon zweimal Weltmeisterin geworden. Klappt das mit dem dritten Mal dieses Jahr? Also ich denke, wenn ganz Deutschland uns so anfeuert wie das Publikum hier im Raum, dann bin ich da sehr guter Dinge und freue mich schon auf die WM. Jetzt haben wir eine gestandene Nationalspielerin und eine, die, ich höre das immer so, als weltweit eins der ganz großen Talente gehandelt wird, sagen mir fachkundige Kolleginnen, und denen vertraue ich, weil die haben richtig Ahnung. Alex Popp. Alex, was bedeutet Respekt für dich in deinem Leben? Respekt ist bei mir eigentlich eine sehr große Rolle, gerade auch im Fußball. Ich kann das sehr gut auf den Fußball wirklich herantragen, weil als ich damals von der Verbandsliga zum FCR Duisburg gekommen bin, hatte ich da schon, glaube ich, 5 Nationalspielerinnen vor mir, wo ich noch praktisch als kleiner Wurm hinkam, und die Leistungen, die diese Nationalspielerinnen einfach da schon abgerufen haben, hat für mich Riesenrespekt gezollt, und ich bin als Stürmer da hingekommen und habe vor mir eine Inka Grings gesehen, und wenn ich eine Inka sehe, was sie in ihrem Leben auch durchgemacht hat mit Verletzungen, dann wieder so heranzutreten, wie sie einfach jetzt spielt. Sie ist Deutschlands Hoffnung auch bei der WM. Und das ist bei mir auf jeden Fall riesiger Respekt wert. Alex hat eine ganz schöne Geschichte erzählt, wie sie das spielerisch lernt. Sie kommt als junge Spielerin zu einem Verein, lernt Spielerinnen kennen, die wirklich schon viel erreicht haben, auch wenn es jetzt eine sportliche Sicht ist. Es gibt mit Sicherheit viele andere Bereiche. Aber im Fußball, in einem Mannschaftssport, kommt halt alles zusammen. Man ist sehr viel unterwegs, man lernt sehr viele verschiedene Kulturen kennen, man lernt ältere Spieler kennen, man lernt sehr viele Ehrenamtler kennen. Man lernt einfach, mit diesen ganzen Dingen umzugehen, und das erstmal unbewusst. Dann hoffe ich für euch beide, für Sonja, dass du dieses Jahr zum dritten Mal Weltmeister wirst und für dich das erste Mal. Bei den richtigen Frauen, sage ich jetzt mal, bei den Seniorinnen. Das andere war ja Jugendbereich. So, danke euch beiden hier oben.